Wie groß war Russland in deiner Vorstellung? Du stelltest es dir nur so vor, wie ein Russland, das in deiner Vorstellung existierte. Die nahmen zahlreiche Bewusstseinsstellungen ein. Eine war diese. Mit nachvollziehbaren Tönen wie das Krieb. 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 Bewegte sich das Hüftmaterial sacht in den Wallungen der atomaren Luftstrom. Wurde auch bevorzugt von einem Assistenten, der sich gerne auf den Rand des Tisches legte. Ich möchte es mal so demonstrieren. Oh, es ist eher ein Balancehakt, aber ich würde sagen, da kam ich auf den Film drauf. So, das Programm wird nun nochmal mit einer Kameraveränderung vorgenommen. Nun wird es deutlich werden, wie diese Stellung, die Bewusstseinsstellung mit der Balance am Tisch für jeden vielleicht nachvollziehbar ist, der es auch mal ausprobieren will. Aber Kinder, lasst die Finger von scharfen Gegenständen. Außer ihr wisst, wie man schön schnitzt, ohne sich zu verletzen. Ja. Es kehrt die Ruhe ein. Kein Gedanke wollte sich zeigen. Es war eine weite Leere, die aber nicht durch Ödnis gekennzeichnet wurde. Der Schnee rieselte zwar leise, aber er hatte seine Geschwindigkeit erhöht, im Gegensatz zum Morgen. Der Morgen hat es dem Schnee besorgen wollen, indem er sich ihm voll und ganz hingab. Doch diese Hingabe besorgte es dem Schnee nicht, denn er flog. Ohne ein Pronomen. Wir wollten den Assistenten wieder aus seiner Position entlassen. Doch er konnte es nicht fassen, dass er sich schon wieder standortwärtig verändern musste. Doch was blieb ihm übrig, als dem zu folgen, was unverhinderlich blieb? Denn keiner konnte das Unwissbare verhindern. Oder das Unvorhersagbare in einen Zustand bringen, in dem es sich unzuständig fühlt. In der Ecke der unsprachsägliche.